Melchior und Balthasar. Es ist wieder soweit. In den katholischen Pfarrgemeinden werden zu Beginn des neuen Jahres als drei Könige verkleidete Mädchen und Jungen unterwegs sein, um Spenden für Kinder in der dritten Welt zu sammeln. In der Münsterkirche sendet der Jugendseelsorger die Sternsinger der Bonner Pfarreien feierlich aus. So, wir sind ungefähr 15 Pfarreien und 15 Stadtteile, die hier versammelt sind. Das ist schon toll für unsere Stadt. Jetzt wollen wir mit dem ersten Lied beginnen und das ist eins, was alle total gut können, nämlich wir kommen daher aus dem Morgenland. Die erste und die dritte Strophe vorne auf unserem Liedblatt vorne drauf. Wie gesagt, alle singen total gut mit. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch noch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Wir bitten dich, segne nun dieses Haus und alle, die gehen ja ein und aus. Verleihe ihnen zu dieser Zeit. Oh je, da kommen noch ein paar. Na, was passiert jetzt? Ja, super, das finde ich toll, dass ihr noch Platz gefunden habt. Ich glaube, da sind auch noch zwei kleine Kisten frei, oder? Kann das sein? Da vorne. Da zum Beispiel. Geht ruhig dahin. Tja, so ist das, wenn Leute Platz suchen. Jetzt wollen wir miteinander beginnen, wie man jeden Gottesdienst beginnt. Wir fangen an im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ja, eben ist was Besonderes passiert und darüber will ich mit euch jetzt reden und dazu könnt ihr euch ruhig hinsetzen. Ich glaube, ihr sitzt auf der Schnur. So. Was wolltet ihr? Wir wollten hier vorne noch Platz finden. Genau. Und dann habt ihr natürlich die Leute gefragt, ne? Was haben die denn gesagt? Die einzelnen Sternsinger und die anderen, die Leiter, die Erwachsenen. Wie war das? Hier ist kein Platz mehr. Geht woanders hin. Das war also extra, habt ihr schon gemerkt inzwischen, ne? Dass die zu spät gekommen sind, weil es in diesem Gottesdienst heute um Platz haben geht. Es geht darum, dass viele Menschen in dieser Welt auf der Flucht sind, kein Zuhause mehr haben und woanders einen Platz suchen. Und dass die wohin kommen und ihnen dann gesagt wird, nö, geht woanders hin, wir haben keinen Platz hier, hier geht's nicht mehr. Manchmal rücken Leute auch zusammen, so wie das heute bei euch hier geschehen ist. Und sagen, ja komm, wir machen noch ein bisschen Platz, so, das geht noch, irgendwie kriegen wir das hin. Manchmal machen auch Leute komische Vorschläge. Setzt euch doch da hinten hin. Ist egal, wenn ihr einen kalten Hintern bekommt oder wenn ihr nichts sehen könnt. So ist das in Wirklichkeit auch oft. Viele Menschen auf der Flucht kommen zum Beispiel auch in unser Land und bekommen dann gesagt, ach, geht da hinten an den Rand der Stadt, da sind zwar so ein paar schlechte Häuser, da kriegt man auch einen kalten Hintern, aber ist eigentlich egal. Manchmal aber machen Leute auch Platz und sagen, gut, wir nehmen euch auf. Zum Beispiel Flüchtlinge aus einem Land, das ihr gut aus den Nachrichten kennt, aus Bosnien. Ne? Leute, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Für diese Leute, die auf der Flucht sind, für Menschen, die keine Heimat mehr haben, die vertrieben worden sind, ist das Geld, das ihr in dieser Woche sammelt. Jetzt kommen auch Menschen aus Ländern, wo kein Krieg ist und sind geflüchtet. Warum könnten die unterwegs sein und weglaufen aus ihrem Land? Wenn sie nichts mehr zu essen haben. Sie
haben keinen Frieden und keine Liebe mehr. Ja. Also bei uns in Deutschland ist das so, dass manche Leute sagen, nee, wir wollen keine Flüchtlinge. Aber ich denke, das darf man nicht verschweigen. Es gibt auch ganz viele Leute, die wirklich sich freuen, dass Menschen aus anderen Ländern bei uns da sind, zu Gast sind und die auch wirklich Platz machen. Und es gibt euch. Ihr helft nämlich auch. Gerade ihr Sternsingerinnen und Sternsinger. Wir sammeln Geld, damit Kinder heute leben können. Ganz genau. Und in diesem Jahr ist das Geld eben besonders für Kinder und Jugendliche, die ihre Heimat, die ihre Eltern, ihre Familien verloren haben. Viele Flüchtlinge, zum Beispiel in Afrika, gehen ja nur von einem afrikanischen Land in ein anderes afrikanisches Land. Die kommen gar nicht nach Deutschland, ne? Und dann sind die da in großen Flüchtlingslagern und da ist es oft ganz furchtbar. Und dafür zum Beispiel ist unser Geld, das wir sammeln, für solche Flüchtlingslager oder zum Beispiel für Waisenhäuser. So leben ganz viele Kinder in Lateinamerika mitten auf der Straße, schlafen auch da, um für die zumindest ein bisschen einen Schlafplatz und was zu essen zu kriegen. Gibt es solche Häuser, Waisenhäuser. Und die werden zum Beispiel auch bezahlt von dem Geld, das ihr sammelt. Der Herr sei mit euch. Aus der frohen Botschaft nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo denn der Messias geboren werden solle. Sie antworteten: In Bethlehem, im Land Juda. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wo und wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, dann berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm Geschenke bringe. Nach diesen Worten des Königs Herodes machten sich die drei Weisen auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen ein Engel aber im Traum gesagt hatte, nicht zu dem König Herodes zurückzukehren, gingen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Am Schluss möchte ich euch Gottes Segen mit auf den Weg geben. Ich gehe also jetzt mit dem Weihwasser durch die Reihen und werde all die Sternsingerinnen und Sternsinger segnen. Aber auch eure Kreide, wenn ihr die mitgebracht habt, und eure Sterne. Ihr sollt selber ein Segen werden für die Menschen, die ihr besucht und für die ihr das Geld sammelt. Thank you.
Am 6. Januar feiert die Kirche das Fest Epiphanie. Seit frühchristlicher Zeit verbinden sich damit die biblischen Ereignisse von Jordan, Taufe Jesu, Hochzeit zu Kana sowie Erscheinung der Weisen in Bethlehem, wie sie der Dreikönigsaltar im Bonner Münster darstellt. Während die anderen Sinngebungen zurücktreten, bestimmt der Bericht des Evangeliums von den Magiern das Brauchgeschehen des volkstümlichen Dreikönigstages. Eine lange Geschichte, wie aus den biblischen Weisen die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar wurden. In den Rang von Königen gelangen die drei Magier, die Astrologen oder Sterndeuter gewesen sein mögen, im 6. Jahrhundert. Die Dreizahl wird schon im 3. Jahrhundert wegen der drei dargebrachten Gaben angenommen. Die geläufigen Namen Kaspar, Melchior und Balthasar bilden sich im 9. oder 10. Jahrhundert endgültig heraus. Nach symbolischen Deutungen stehen die Weisen für die drei Lebensstufen, Jugend, Mannesalter und Greisentum. Oder sie repräsentieren die drei damals bekannten Erdteile, Asien, Europa und Afrika. Die Gaben beziehen sich auf Christus, Gold auf sein Königtum, Weihrauch auf die Göttlichkeit, Myrrhe auf sein Menschsein. Die legendarischen Reliquien der drei Könige kommen 1164 von Mailand in die Domstadt Köln. Von hier haben sich Kult und Verehrung der heiligen drei Könige über das Abendland verbreitet. Zentrales Ereignis der Dreikönigslegende ist die Anbetung des Jesuskindes, wie sie künstlerische Darstellungen in Szene gesetzt haben. Die Anbetung der Könige des Januarius Zick entstand um 1789. Um 1450 schuf ein Kölner Meister die Anbetung der Weisen für einen Flügelaltar. Pfarrkirche Heiliggeist auf dem Bonner Venusberg. In der Sakristei bereiten sich 5 Mädchen vor, als Sternsingerinnen die Familien zu besuchen. 3 verkleiden sich als die heiligen drei Könige, ein 4. als Sternträger. Das älteste Mädchen leitet die Gruppe, betreut die Vorbereitungen wie zum Beispiel das Einüben der Lieder und Texte und begleitet die Sternsinger auf ihrem Weg zu den Einkehrhäusern. Requisiten und Kleidung stammen aus privatem und kirchlichem Fundus und werden das Jahr über in der Kirchensakristei aufbewahrt. Fast überall sind es die Messdienerinnen und Messdiener, die als Sternsinger auftreten. Die Gruppenleitung übernehmen ehemalige Ministranten oder Mitglieder der katholischen Jugend. Keine Ahnung. Warum denn nicht? Weiß ich doch nicht. Irgendwer wollte doch noch welche mitbringen. Hast du denn nach deiner Mama geguckt zu Hause? Ja, ich hab die auch nicht gefunden. Na, die geht jetzt auch, wenn die Gehe drauf ist. Die da ist andere war doch auch gut, oder? Ist es wieder geflickt oben? Was? Ja. Was richtig? Ein Mädchen verkleidet sich als Mohrenkönig. Erst seit dem späten Mittelalter gilt einer der drei Könige als Mohr. Die verschiedenen Überlieferungen benennen einmal Balthasar, ein anderes Mal den Kaspar als König aus dem Mohrenland. So auch hier auf dem Venusberg. So. Wird ihr fertig? Ja. Laura, du denkst dran, dass du noch langsam wirst und du auch. Ja? Ich habe nur so wenig Kreide. Ja, das reicht für heute. Nein, nein, die waren noch blau. Nein. Doch, doch. Nein, wir haben aber keine blaue. Die haben die anderen Gruppen. Das ist gemein, wir haben. Das mache ich. Und du denkst bei Pracht an das Tee. Und bei ihr, du redest die Leute dann an, ja? Das kommt doch. Du hast, ich glaube, als letzte Strophe. Ja? Angela, geht das? Vergesst ihr. Ja. Ja. Hm?
Hast du alles? Ja. So. Hast du auch Zettelchen? Hast du viel? Aber nur 600. Ach, 900. Nein, 900. Sind nur noch 99. Hast du die Kette? Gut, dann können wir gehen, oder? Ja. Die Mädchengruppe wird bei rund 20 Familien einkehren. Die Sternsingerinnen werden Lieder vortragen, um Gaben für Kinderhilfsprojekte in der dritten Welt bitten, mit geweihter Kreide den Haussegen anbringen, Glück zum neuen Jahr wünschen und kleine Geschenke als Lohn für ihre Mühe erhalten. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Wir grüßen euch herzlich im neuen Jahr. Hört, was wir erzählen und singen. Drei Könige sind wieder da, um den Segen des Christkinds zu bringen. Doch erst einmal stellen wir uns vor. Balthasar, Kaspar und Melchior. Wir sahen fern in unserem Land, dass da ein Stern am Himmel stand. Er strahlte so hell, von himmlischer Pracht. Da haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir gingen ihm nach, bis er blieb stehen. Er führte uns nach Bethlehem. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen, dass da geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem in dieser Nacht. Wahrlich ein Wunder ist dort geschehen. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, welch Freude unsere Nacht erhält. Gott selber kam zu uns in die Welt. Als Menschensohn, als Kind im Stalle. Er bringt Erlösung für uns alle. Nun folgen wir dem neuen Stern, Jesus Christus, unserem Herrn. So gehen wir heute von Haus zu Haus und teilen seinen Segen aus. Möge Christus in eurer Mitte leben, euch Liebe, Gesundheit und Frieden geben. Und darf ich den Haussegen anschreiben? Der Mohrenkönig schreibt mit geweihter Kreide das Segenszeichen über die Haustür. Christus ist nicht nur unser Herr, der Retter der ganzen Welt ist er. So viele Kinder auf der Welt sind heimatlos, auf sich allein gestellt. Sie leben in Armut, leben in Leid und hoffen auf Gerechtigkeit. Vergesst die armen Kinder nicht und seid ihr für sie ein kleines Licht. So stehen wir heute wieder hier und bitten euch freudig zu spenden. Die Kinder der Welt stehen vor eurer Tür. Helft euch uns und spendet fürs Leben. Danke, der Herr ist euch begegnet. Danke, er wohnt in eurem Haus. Hat euch das neue Jahr gesegnet. Dankbar ziehen wir hinaus. Wir bitten dich, segne nun dieses Haus. Und alle, die gehen da ein und aus, verleihe ihnen zu dieser Zeit Frohsinn, Frieden und Einigkeit. Dankeschön. Die Erinnerungsbildchen sind ein Dank für die Spende. Sie erläutern auch den Haussegen. Wir danken den drei Königssingern. Ja, sie sollen sich auch gut stärken. Ja, danke. Dankeschön. Ja, begleitest du jetzt die drei Könige zur Tür? Danke. Wiedersehen im nächsten Jahr. Die Sternsingerinnen sind drei Tage unterwegs nach einem festen Besuchsplan, den der Pfarrer aufgestellt hat. Das Sternsingen greift die biblische Schilderung auf, die Weisen aus dem Morgenlande habe ein Stern auf ihrer Reise nach Bethlehem geleitet. Der Brauch reicht in das 16. Jahrhundert zurück. Die ältesten Zeugnisse stammen vorwiegend aus Süddeutschland. Nach 1600 ist das Sternsingen im Rheinland belegt.
Bildliche Darstellungen bezeugen den Dreikönigsbrauch seit dem frühen 17. Jahrhundert auch in den Niederlanden. Das Sternsingen galt ursprünglich als heische Brauch der Schüler und Studenten. Das Gabensammeln an Dreikönig diente dazu, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Schon bald bekamen die Schüler Konkurrenz von allen Seiten. Handwerksburschen, Tagelöhnern, aber auch beliebigen Jugendlichen oder Erwachsenen. Die Entfaltung des Brauchs lässt das Bild des Johann Conrad Seekatz erkennen, nach 1760 entstanden. Vier Jungen spielen die Heiligen Drei Könige, von einem Sternträger begleitet. Die fantasievollen Kostüme verweisen auf die legendarischen Herkunftsregionen der Drei Könige. Oft waren es Kinder aus armen Familien, die mit ihrem Stern von Haus zu Haus, ja von Dorf zu Dorf zogen. Die gesammelten Gaben brachten sie zu ihren bedürftigen Verwandten nach Hause. Das Sternsingen geriet in den Geruch der Bettelei. Aufgrund öffentlicher Beschwerden über angeblichen Missbrauch ergingen Verordnungen der weltlichen und der kirchlichen Obrigkeit, beispielsweise 1784 für das Kurfürstentum Trier. Auf ein thüringisches polizeiliches Verbot übermäßigen Sternsingerlaufens soll Goethes vergnügliches Epiphanias-Gedicht anspielen, dessen erste Zeilen lauten: Die heiligen drei König mit ihrem Stern, sie essen, sie trinken und bezahlen nicht gern. Diese Verse wählte Ludwig Richter als Motto seines Holzschnittes von 1869. Die Bettelgänge im 19. Jahrhundert belegen manche Quellen. August Becker, hier die Illustration seines Pfalzbuches, berichtet: Sternbuben singen mit heiseren Stimmen ihre Lieder von der Ankunft des Herrn, lassen den Stern rumgehen und nehmen in das Bettelsäcklein Brot und Pfennige entgegen. Im frühen 20. Jahrhundert ist der alte Sternsingerbrauch im Rheinland weithin verschwunden. In der Nachkriegszeit erneuern kirchliche Initiativen das Sternsingen und stellen es in den Dienst der Mission. Das kirchlich getragene Dreikönigssingen hat eine Brauchrenaissance größten Ausmaßes bewirkt. Es ist inzwischen in Landschaften verbreitet, in denen das alte Sternsingen längst vergessen oder gar nicht bekannt war. Von einer säkularisierten Gesellschaft angenommen. Dazu aus theologisch-pastoraler Sicht der Jugendseelsorger. 1958 haben die Bischöfe dem dann eine neue Dimension gegeben. Die Kinder sollten dann eben nicht nur mehr für sich sammeln, Gaben für sich selber, für sich persönlich, sondern für andere Kinder, vor allem in den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Und so hat seitdem jedes Jahr seinen eigenen Schwerpunkt. Es ist ein Informationsschwerpunkt, in diesem Jahr zum Beispiel das Land Mosambik und Menschen, die auf der Flucht sind. Das päpstliche Missionswerk der Kinder übernimmt die Organisation dieser Sternsinger-Aktionen, gibt Materialien heraus, die informieren und die zum Beispiel das Schwerpunktland versuchen, den Kindern ein wenig näher zu bringen. Im vergangenen Jahr hat die Sammelleidenschaft der Kinder über 40 Millionen Mark eingebracht und damit steht die Sternsinger-Aktion in einer würdigen Reihe mit den großen kirchlichen Hilfswerken Missio, Adveniat und Miseria und Renovabis. Oft ist es aber nicht einfach, den eine Weltschwerpunkt des Sternsingens den Kindern in den Pfarreien zu vermitteln. Da ist es in den Pfarreien dann oft wichtig, den Brauch zu pflegen. Das Verkleiden ist für Kinder einfach eine schöne Sache. Das Singen und dann eben auch ein bisschen die Konkurrenz. Wer sammelt am meisten? Welche Gruppe hat mehr? Welche Pfarrei steht am besten da? Durch materielle Hilfe, die Not von Kindern in den Ländern der Dritten Welt zu bewältigen, ist eine Sinngebung des heutigen Dreikönigssingens. Aber die Sternsinger sollen auch die christliche Botschaft verkündigen und Segen in die Familien bringen. Und so sind die Sternsinger dann wirklich ein Segen für die Menschen, auch für die Menschen hier in Deutschland mit ihren Besuchen. Und sie schreiben ja auch den Segen dann über die Haustüren. Mit Kreide wird das meistens gemacht. CMB, Christus Mansionem Benedicat, der alte lateinische Segensspruch, der dann volkstümlich auch gedeutet wird als Kaspar, Melchior und Balthasar. Vielen ist das sehr wichtig, dass ihr Haus auf diese Weise gesegnet ist und dass immer der mit der Jahreszahl bezeichnete frische Segensspruch zeigt, dass dieses Haus unter dem besonderen Schutz Gottes steht. In manchen rheinischen Orten gehen auch freie Gruppen von Tür zu Tür und sammeln, wie früher üblich, für die eigene Tasche.
Zurück auf den Bonner Venusberg. Hier sind 8 kirchlich organisierte Sternsingergruppen unterwegs, Mädchen und Jungen. Heller Stern in der dunklen Nacht, funkelt uns heller sein Strahl von Liebe. Heller Stern in der dunklen Nacht, Gott hat Licht in die Welt gebracht. Menschen hoffen von Anbeginn, hoffen trotz aller Dunkelheiten. Menschen fragen nach Heil und Sinn, finden Antwort in Bethlehem. Menschen suchen von Anbeginn, suchen trotz aller Sicherheiten. Menschen fragen nach Ziel und Sinn, finden Antwort in Bethlehem. Menschen lieben von Anbeginn, lieben trotz aller Traurigkeiten. Menschen fragen nach Glück und Sinn, finden Antwort in Bethlehem. Heller Stern in der dunklen Nacht, funkelt uns heller sein Strahl von Liebe. Heller Stern in der dunklen Nacht, Gott hat Licht in die Welt gebracht. Als Sternsinger unserer Pfarrei wollen wir Sie recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir Sie dieses Jahr wieder besuchen dürfen. Wir freuen uns auch, wenn ihr da seid. Seit über 35 Jahren helfen Sternsinger in Deutschland mit, dass Kinder und Jugendliche in aller Welt Hilfe erfahren. Das Geheimnis von Weihnachten sagt uns, Gott wurde unser Bruder. Er hat unser Leben geteilt. Jesus hat das Heil Gottes und seinen Frieden in diese Welt gebracht. Auch dieses Jahr soll für Sie wieder ein Jahr des Heiles werden. Zum Zeichen dafür möchte ich nun den Hausring anschauen. Christus, Pansione, Benedikat, Christus segne dieses Haus im Jahre 1995. Jesus hat den Menschen geholfen. Das wollen wir auch tun. In diesem Jahr heißt das Leitwort Kaya Kwanga. Dieses Wort stammt aus Mosambik und bedeutet so viel wie Heimat für alle, damit Kinder heute leben können. Es geht vor allem darum, Kindern und Jugendlichen ein Zuhause und eine Verwurzelung zu schaffen. Kindern in Flüchtlingslagern, Straßenkindern in vielen Städten der Erde, elternlose Kriegsopfer, obdachlose Jugendliche, die kriminell werden. Sie alle brauchen Hilfe. Weiterhin sollen sie durch bessere medizinische Versorgung und schulische Ausbildung Hoffnung für die Zukunft erhalten. In der Bibel fanden wir folgenden Text. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Wenn ein reicher Mann seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz für ihn verschließt, wie kann er dann behaupten, er liebe Gott? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen, sondern muss wirkliche Liebe sein, die sich in Taten zeigt. Wir wollen Licht zu den Kindern und Jugendlichen bringen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Ihnen kann geholfen werden, wenn zum Beispiel folgende Projekte verwirklicht werden. Bau von Kindergärten, Schulen und Jugendzentren. Zentren für Straßenkinder und deren Speisung. Erweiterung von Kinderkrankenheimen, Kinderhäusern und Kindertagesstätten. Schulische und handwerkliche Ausbildung. Ernährungsprogramme helfen für Behinderte. Druck von Bibeln und katechetischem Material in der Muttersprache. Brunnenbau, Wasserversorgung, landwirtschaftliche Geräte und so weiter und so weiter. Für die Verwirklichung solcher Projekte bitten wir Sie um eine gute Spende. Heller Stern in der dunklen Nacht, leuchtet uns heller sein Strahl von Liebe. Heller Stern in der dunklen Nacht, Gott hat Licht in die Welt gebracht. Während andernorts die Kinder meist vor den Häusern ihr Lied vortragen, kehren die Sternsinger der Heiliggeistpfarrei bei den Familien ein. Diese persönlichere, auch in Werkmappen des Missionswerkes empfohlene Form des Hausbesuchs erläutert Pfarrer Windhäuser. 1964 habe ich zum ersten Mal als Kaplan in Wuppertal-Vohwinkel das Dreikönigssingen durchgeführt. Wir haben es damals zunächst nur mit einem Messdiener gemacht. Wuppertal ist Diaspora. Wir konnten nicht von Haus zu Haus und von Familie zu Familie gehen, sondern haben sehr gezielt ausgewählt. Wir gingen nur zu Familien, die sich vorher dazu gemeldet, in eine Liste eingetragen hatten und haben gesagt, lieber mehr Qualität unseres Auftrittes als Quantität. Und das hat sich sehr gut angelassen. Wir haben selbst die meisten Verse gedichtet, haben den Auftritt etwas größer gemacht, als in manchen Vorgaben zu finden war. Und sowohl die Kinder, die Jugendlichen
und die Familien hatten sehr viel Freude an dem Brauch. Und als ich ein Stückchen nach Bonn kam, hier auf den Venusberg, habe ich mich an diesem Konzept festgehalten und habe gesagt, was woanders guten Erfolg hatte, wird sicherlich auch hier möglich sein. Und so führen wir in unserer Gemeinde auf dem Venusberg seit 1972 dieses Sternsingen nun auch durch. Hinzu kommt der ökumenische Aspekt. Nicht nur in der Pfarrei Heilig Geist besuchen die Sternsinger katholische wie evangelische Familien. Die Mädchengruppe auf dem Weg zum letzten Einkehrhaus. Hier wird sie das Sammelergebnis feststellen, die Geschenke untereinander verteilen und von der besuchten Familie bewirtet. Verleihe ihnen zu dieser Zeit Frohsinn, Frieden und Einigkeit.510. Wie viel war das? 510. Ich nehme meinen Teil. So, ja. Oh, wir streichen uns. Das krieg ich. Jetzt lass erstmal an. Das krieg ich. Nein. Ich will die auch. Ich auch. Nein, nicht. Wir losen auf. Ja. Ich will Viola die. Oder ich auch die. Nimm die. Hab ich die? Nein, ich will auch die weiße. Oder die da. Ich will die weiße. Oder die weiße. Eins von beiden. Die hier. Ich auch. Zitron. Ja, dann erstmal alle mit nach Schmied. Weiße gehe ich bitte. Moment. Ich auch. Oder die weiße. Ich krieg auch die weiße. Also will Anna die Nougat-Schokolade. Die Erdbeer. Ich. Nein, wir losen. Ich. Moment. Drei. Acht. Neun. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Okay, jetzt hast du noch keine, ne? Ich auch nicht. Ich nehm dich. Also, Oder willst du die? Das ist das alles die gleichen? Oh, sehr gut. Schade. Sieht also hier drüber mit der Gegend mal. Ist wieder eins? Nee. Nougat. Das sind jetzt beide salzige Sachen und hier kommt noch was Süßes. Was möchtest du denn lieber essen? Okay. Die sind süß, ne? Das andere. Du wolltest gar nichts trinken. Mhm. Ne? Du? Apfelsaft, Orangensaft, Wasser, Orangensaft. Auch. Apfelsaft mit Sprudel. Apfelsaft mit Sprudel. Mit Sprudel. Eissuppe? Genau. Oh, schmeckt auch. Normal. Also. Das Pumpernickel und Schnittlauchkäse. Schmeckt gut. Ja, ne? Frischkäse. Schmeckt sehr gut. Wie alljährlich beschließt ein Gottesdienst das Dreikönigssingen in der Pfarrei Heilig Geist. Ein kurzes Wort zum Schluss an euch Jungen und Mädchen, euch Dreikönigssänger und an die ganze Gemeinde hier.
Mit diesem Gottesdienst heute Abend beenden wir in unseren beiden Gemeinden hier, Ippendorf und Venusberg, unsere diesjährige Dreikönigssängeraktion. Am Montag in Bonner Münster fing es an und heute hier machen wir Schluss und ihr bringt eure Gaben. Und das ist ja nicht nur das, was euch die Gläubigen anvertraut haben an Spenden, sondern eben eure Zeit, die ihr eingesetzt habt, eure Bereitschaft, euer Mühen, das bringt ihr mit hier zum Herrn. Während andere in diesen Weihnachtsferien verreisten, ihrem Hobby nachgingen oder ihr Vergnügen irgendwo anders suchten, haben diese Jungen und Mädchen, auch die Leiterinnen und Leiter der Gruppen, geübt, geprobt, gebastelt und haben sich in den Dienst anderer gestellt. Ich möchte deswegen euch, meine lieben Jungen und Mädchen, ganz, ganz herzlich dafür Dank sagen. Und ich möchte herzlichen Dank all denen sagen, die diese Gruppen, es waren 8 in unseren beiden Gemeinden, über 300 Familien wurden besucht. Dank auch Ihnen für Ihre Spenden und Gaben. Herzlichen Dank noch einmal euch allen und Ihnen allen und denen, die dazu beigetragen haben. Der Herr sei mit euch. Die Weisen sind dem Sterne gefolgt und haben Christus gefunden. Gott führe auch euch auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht nun hin in Frieden. Das Dreikönigssingen. Ein eindrucksvolles Beispiel, einen überlieferten Brauch mit neuem Sinngehalt zu erfüllen. War das Sternsingen einst ein Gabenheischen für sich selbst oder die eigene Familie, ist heute das kirchlich getragene Dreikönigssingen eine beispiellose karitative Aktion von Kindern für Kinder. Im Zeichen eines guten Sterns.